Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Mr. Prepper. Neue Aufnahmesession. Nach 7 Folgen, die ich am Stück aufgenommen habe, geht's endlich weiter. Ich kann auf eure Tipps und Tricks eingehen. Manch einer wurde schon ungeduldig. Aber erstmal gibt's ein Frühstück. Ich hatte so Spaß dabei, dass ich hier lange aufgenommen habe. Aus Zuckerrüben soll man Zucker herstellen können. Und beim Kochen sehe ich nur das Wildschwein. Das werden wir uns sonst mal braten. Und die Rüben sehe ich nicht, dass man Zucker verarbeiten kann. Vielleicht kommt das später mit irgendwas trocknen gestellt. Irgendjemand hat was von trocknen geschrieben. Ich weiß es nicht. Wir nehmen direkt das Wasser mit. Und gießen erstmal im Keller die Rüben. Bewässern. So, der Rest des Wassers stellen wir hier hin. Ich glaube, wir haben den Nebenraum, wo derzeit kein Licht ist. Haben wir auch noch. So. Haben wir auch noch entsprechend Wasser stehen. Hier irgendwo da. Da sieht man es auch, den Schatten. Dann holen wir uns mal die Zeitung und gucken mal direkt beim Händler. Denn was am meisten kam als Tipps war, einfach beim Supermarkt schauen. Die wechseln das Angebot und irgendwann... Da ist er. Nice. Irgendwann gibt es Zucker. Das haben wir schon mal. Sehr schön. Jetzt nehmen wir uns noch hier die Zeitung auf. Nehmen. Und wo ist sie? Ist sie das hier? Ist er schon wieder weg? Der Postman oder was? Nee. Wasser wird abgestellt. Am kommenden Sonntag, würde ich mal sagen, wenn das hier montags ist. Okay, und die Inspektion kommt hier, da haben wir noch ein bisschen Zeit. Gut. Dann kam der Tipp, um Geld zu machen, sollen wir bei Sergei Paletten kaufen. 2 kann ich mir leisten. Und die dann verarbeiten zu Möbeln und die wiederum verkaufen. Das bringt relativ schnell viel Geld. So, dann gehen wir mal an die Werkbank. Und habe ich noch was zum Zerlegen? Nee. Genau, Stein wollte ich. Wie kann ich den aufteilen? 8 Stück ist super. Haben wir jetzt in der 6 Stück haben wir in der Tasche. Perfekt. Nee, das ist Holz. Ah, wir haben noch Holz. Nice. Gut, dann nehmen wir nämlich mal den 8 Stein und gehen an unseren Schmelzofen, um nämlich Glas herzustellen. Dann haben wir die Möglichkeit, uns nämlich auch noch weitere Lampen herzustellen. Und unter anderem auch das Marmeladenglas. Das bitte schmelzen. So, da müsst ihr jetzt... Ich weiß nicht, wie oft man hier ran muss. Wie viel Holz macht er da rein? Hat er schon anscheinend. Schmilzt du schon? Ich hoffe. Wir gehen jetzt mal... Wir gucken ganz kurz, was an Tischen verlangt wird. Hängeschrank mit 8 Holz, einmal Metall. Aber da kommt ja schon unsere Holzlieferung. Und dann müssen wir noch Beeren aus dem Wald besorgen. Na, Herr Postbote? Scheinen wohl viele Brieffreunde zu haben. Absolut, haben wir. Er ist überhaupt nicht neugierig, der Postbote. Hängeschrank, Tisch. Marmer. Dann gehen wir mal in unseren Keller. Schmilzt das jetzt hier? Ja, das schmilzt. Okay, es braucht einfach noch einen Moment. Wir machen erstmal das Holz klein, nämlich die Palette. Und ich muss noch die Marmelade besorgen. Beziehungsweise die Blaubeeren, um daraus Marmelade zu machen. So, jetzt stellen wir hier einen Hängeschrank her. Genau, was auch jemand sagte, Material muss man nicht unbedingt aussortieren, weil das überhaupt gar keinen Platz wegnimmt, das Material. Was war das andere? War ein Tisch, ne? Und da muss ich mich auch gleich ins Bett legen und dann halten wir Mittagsschlaf und dann holen wir die Beeren aus dem Wald. So, Material habe ich keins mehr einstecken, Zucker habe ich noch einstecken, das passt auch. Dann verkaufen wir das jetzt. Achso, Moment. Wir klicken... Rennt er hoch? Rennt er nicht.
Dann verkaufen wir Nancy einen Tisch, einen Hängeschrank und eine Zeitung. $40. Damit kann man doch leben. Gut. Das ist doch schon mal schön. Da unten schmilzt das Glas ein. Dann holen wir mal die Beeren. Und dann können wir gleich Marmelade herstellen. Zucker haben wir. Ach, es läuft. Sehr schön. Das ist doch fein. Was? Ach, fuck. Ist er noch wach genug, dass wir die Beeren holen können? Ich hoffe. Das Holz nehmen wir noch mit. Dann nehmen wir den Balken noch mit. Um das bisschen über... Rennt er da nicht mehr? Doch, geht. Okay, komm. Ab nach Hause. Dass wir hier nicht unsere Vorbereitung dann runterbringen. Ich wollte mich ja hinlegen danach, ich Profi. Jetzt legen wir uns aber hin. In der Stunde kommt auch schon die... Kommt auch schon unsere Lieferung. So, einmal hinlegen, Mr. Prepper. Komm, hau ab. Genau. So. Genau, dann sollte man, was war noch? Schränke. Nichts in die Schränke legen oben, weil der Inspekteur irgendwann mal auf die Idee kommt und die Schränke durchsucht. Das mache ich jetzt sofort. Ich glaube, ich hatte hier was drin, ne? Ja, genau. Da waren nämlich die Samen drin. Und bevor das irgendwie wichtig erscheint, also dem Kontrolleur wichtig erscheint, lassen wir das lieber. So, dann müsste hier das Glas fertig sein. Jo. Holen wir schnell mal das Glas. So, jetzt müssen wir es auch im Inventar sehen. 65. Wir nehmen das Glas auf und es hat kein Bewandtnis. Also das Glas hat kein Gewicht bzw. Rohmaterial. Von daher ist alles gut. So, dann fangen wir doch mal an zu kochen. Was fehlt mir zu meinem Glück? Nee, es sind nicht genügend Blaubeeren. Wir müssen noch mal in den Wald. Warte mal, dann packe ich die anderen Blaubeeren schon mal hier in den Schrank rein. Und dann müssen wir noch mal in den Wald. Komm. Renne. Renn los. Ah. 10 brauche ich. Hätte ich mal vorher geschlafen, aber das wäre ja zu professionell gewesen. Dann hättet ihr... Warum rennt er nicht mehr? Weil es Inventar offen ist? Ja, wieso rennt er nicht mehr? Er stoppt immer sofort ab. Bug oder Feature? Normal war Doppelklick sprinten. Irgendwie will er gerade nicht. Warte mal, in welche Richtung geht es hier weiter? Hier ist Holz. Da geht es nicht weiter. Wenn ich dauerhaft klicke, geht's. Ist er in der Vorbereitung? Na doch, so sprintet er. Jetzt scheint es zu gehen. Ist denn da? Nicht ist da. So, 20 Uhr. Und auch er sprintet. Jetzt geht's anscheinend. Temporärer Fehler. Oh, zu schwer. Okay, wir sind schon überladen. Vielleicht können wir ja noch ein bisschen Blaubeeren mitnehmen. Können wir uns noch ein bisschen Smoothie machen. Oh. Hier noch was? Das Holz war zu schwer. Blö. Okay, pass auf. Dann jetzt nach Hause. Wir machen jetzt die Blaubeeren fertig. Dann können wir dem Mr. Minute. Dem Minuteman können wir dann noch seine Marmelade schicken. Da hätte ich mal vorher geschlafen. Hätte Fahrradkette. So ist es jetzt halt.
So, wie viel haben wir? Wie viele Blaubeeren? 7. Dann müssen wir die aus dem Kühlschrank noch holen. Und können endlich Blaubeermarmelade herstellen. Überladen? Ah, wir sind überladen. Was haben wir denn? Ah, wir haben das ganze Holz dabei. Dann machen wir es anders. So geht's. Jetzt mal das Holz ablegen. So, und jetzt ist auch die Vorbereitung gleich am Arsch. Oh, es regnet. Da muss ich auch mal gucken, dass ich Eimer aufstelle. Damit wir die Wasserversorgung sicherstellen können. So, Minuteman, du kriegst Marmelade von uns. Oh, der gibt uns auch $30. Das ist ja nice. Warte mal, der will auch direkt... ohne Bu? Ah, das ist ja interessant. Okay, als ich das Spiel schon mal im Stream gespielt habe, da kam nochmal ein Dialog, wo er sagte, danke für die Marmelade, jetzt bräuchte ich ein Buch über den Atomkrieg. Und da wir das schon haben aus der Mine von Bob, kann ich das direkt wiederverkaufen. Und jetzt will er einen Geigerzähler haben. Okay, alles klar. Dann sollte jetzt ein 1,26. Oder jetzt am nächsten Morgen sollte das kommen. So, wir nehmen mal hier das Wasser raus. Das ist schon mal gut. Und können wir noch einen Smoothie machen aus den Beeren? Ne, es waren glaube ich 6 Stück. Ja, das geht nicht. Dann packen wir die in den Schrank. Und legen uns schlafen, ja. Schlafen. Gute Nacht. Ach, Mr. Prepper. Okay, noch 2 Tage, dann wird's Wasser abgestellt. Da müssen wir echt mal gucken. Ich meine, wir haben jetzt die Kanister, haben wir mal abgezapft, ne? Wenn wir die schön einlagern, müsste das eigentlich möglich sein, dass wir da den Tag rumkriegen. Mit ohne Wasser. Aber ich glaube, er selber braucht ja kein Wasser, sondern nur die 22 Minuten noch. Da müssen wir nach. Können wir direkt hier das Wasser draufbringen und hier ist das Gemüse fertig. Kann ich schon ernten? Nee. So, was können wir denn hier pflanzen? Was haben wir denn noch einstecken? Guarana-Samen. Ach stimmt, sie sagte, die Lady sagt ja, wir sollen Guarana anfassen. Ah, da brauchen wir das Baumbeet. Die hier. Mhm. Was haben wir noch? Karotten, Orangen, Mais, Gurken. Gegen Gurken gehen auch nicht. Sonnenblumen gehen nicht, die gehen nicht, die gehen nicht. Das geht. Irgendwas will ich pflanzen. Damit es sich lohnt. Kann man noch Wasser einstecken jetzt? Ja. Das stellen wir hier hin. Die sind schon bewässert. Die kann man trotzdem bewässern, obwohl sie voll sind. Alles klar. So, neuer Tag, neues Glück. Die Möhren da rein. Sollen wir nicht mal eine Möhrensuppe machen? Sonst vergammelt. Oder hier eine Rübensuppe. Was können wir denn? Der Salat ist auch schon, warte mal. Der Salat ist auch schon gammelig. Der ist auch schon rötlich. Oder gelb zumindest. Was können wir denn mit dem Salat denn kochen? Ah, hier. Da brauchen wir noch 2-mal Möhren und 1-mal Wasser. Kriege ich 1-mal Wasser? Nicht bereit, nee. Dann hole ich mir kurz mal Wasser aus dem Keller. Ist der Postbote schon da gewesen? Ja. Macht die Nachbarn da? Die steht aber sehr neugierig. Nehmen. Ich nehme nochmal ein Wasser mit, sicherheitshalber. Nicht, dass wir noch was Zweites kochen können. Was will die denn? Geh weg! Die ist aber neugierig. So, 2-mal Möhren. Nehmen wir hier von den etwas helleren, gelblichen, vergammelten Möhren. Warum? Hm? Haben wir keinen Platz? Ah, wir sind überladen. Was haben wir denn alles dabei? Das.
Ist der ganze Rest, den wir jetzt einstecken haben, das ganze Gemüse zu viel? Okay, warte mal, dann die Hälfte der Möhren, wa? Aufteilen. Ups. Geht das jetzt so? Immer noch überladen. Ja, pass auf. Jetzt geht's. So, was fehlt für die Karottensuppe? Fehlt eigentlich nur die Dings. Aber ich würde gerne die Rüben fertig machen. Da brauchen wir nur eine Rübe pro Suppe. Ah, okay. Na gut, das ist ja ein bisschen... Aber zwei Salat, der ja auch schon langsam kaputt geht. Von daher passt das. Wir brauchen eigentlich nur Wasser. Dann können wir die Suppen durchkochen. Ich weiß nur nicht, wie lange die haltbar sind. Ja, dann hole ich jetzt noch Wasser von unten. Dann verkoche ich lieber das Gemüse. Dreimal, das langt. Brauche ich ein bisschen was vor. So, da können wir noch. Ja, können wir noch dreimal. Ja, nice. Jetzt fehlen wieder Möhren. Gut, die hätten wir noch im Kühlschrank, aber wir haben auch kein Wasser mehr. Oder wir haben unten noch Wasser, ne? Sollen wir die noch verkochen? Dann könnten wir die Rüben, bevor sie vergammeln. Das mache ich. Jetzt hoffe ich nur, dass die Suppe einigermaßen lange hält im Kühlschrank. Sonst wäre sonst echt ärgerlich. Ja, zweimal mehr geht, glaube ich, nicht, oder? Wie viele Rüben? Nehmen wir mal Salat. Nehmen noch mal einen mit. Die Wasservorräte aufgebaut. Ah, das Wasser war durch. Hätte ich auch da machen können. So, Rüben. Die hier. Kochtag heute. Ne? Heute ist eher Kochtag. So. So, zweimal Salat. Mit einmal Wasser könnten wir sogar nochmal kochen. Wie ich das mache? Ja, komm. Nein, 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 nein. Rüber, rüber, rüber. Hier ist doch Wasser drin. Der Fröhliche. Der fröhliche Wasserspender. Wie sagt man? Waschbecken. Das fröhliche Waschbecken. Oh Gott, was ist heute los? Wortfindungsstörung 2000. So, eine... Oh, da ist vergammelt. In der Tasche vergammelt. Gut, was machen wir mit dem Salat? Können wir den so essen? Jo. Dann essen wir ihn so. Rüben hier rein. Wasser bringen wir wieder runter. Ja, alles klar. Gut, dann schauen wir mal nach der Post. Dann können wir gleich mal versuchen, das Gammelzeug zu verkaufen, weil das sollte jemand kaufen. Oh, jetzt haben wir aber richtig Geld. Zwei Briefe haben wir bekommen. Dann gucken wir mal, ob wir den Gammelkram verkaufen. Das soll sie angeblich kaufen können. Ist es so? Nee, wer wollte den Gammelkram haben? Säge nicht. Kann aber auch, wir haben richtig Kohle. Drei Paletten bestellen wir uns mal. Ah, wir müssen das Radio kaufen. Wo kriegen wir denn Elektronik her? Können wir mit dem... Er hat auch nichts, ne? Der Minenmensch. Nee. Scheiße, wie kriegen wir denn Elektronik?
Der Gourmet. Ah, der hat Salz und so ein Kram. Und ein Kochbuch. Wie kommen wir denn an unser Radio, was ich geschreddert habe? Wie kommen wir denn an Elektronik? Verdammt. Ich dachte, wir könnten das einfach wieder einkaufen. Oder es wieder genauso wechselnde Inhalte, wie es vorher schon der Fall war. Okay, Paletten kommen jetzt. Was will die Dame? Nancy's Haus hätte gern ein normales Regal und einen Tisch. Guck mal, ob ich noch Holz da habe. Beiholz. Ja, wir haben nur Geld. Im Wald war ja auch nichts mehr, gell? Das haben wir gerade geholt. Lang drei Holz, um eventuell uns was herzustellen. Oder ist, kriegen wir da irgendwas hin? Einen Stuhl kriegen wir hin. Können wir eine Kiste machen oder so? Eine Lampe können wir machen. Lampe können wir aus Glas machen. Ofendampfgenerator. Aus 12 Metall. Was ist eigentlich die Werkbank? Glas, da müssen wir in die Mine. Okay, also wir müssen, nächste Folge müssen wir in die Mine. Da kommt der Herr Postbote. Tachchen. Drei Paletten. Okay, ganz kurz mal ein Nickerchen gemacht, damit wir hier ein bisschen Energie noch haben, um das Holz noch zu verarbeiten. Und dann können wir ja gucken, ob wir noch ein Regal bauen oder so. Aufstehen. Also, sie will ein Regal und einen Tisch. Das machen wir. Tja, wie kommen wir an Elektronik? Gut, wir können den Helm wieder zerlegen, ne? Dann können wir eventuell, können wir ein Radio überhaupt bauen? Da habe ich mich gar nicht drum gekümmert. Wir können gar kein Radio bauen. Nee. Müssen wir wahrscheinlich wirklich die nächste Werkbankstufe haben. Ja, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir zerlegen jetzt erstmal die drei Paletten. Und dann ist Atari schon wieder rum. Okay. Was war das? Ein Regal? Kann ich gar nicht herstellen. Oder ist das hier? Ah, hier. Oh, 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 ich soll schlafen gehen. Schnell noch verkaufen. Und schlafen. Ja. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder mit Mr. Prepper. Dann geht's weiter. Ich freue mich schon drauf. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.